Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil vom eCannonball 2021. Und heute geht es um die restliche Strecke und den Zieleinlauf sowie unsere Heimfahrt hinterher auf direktem Weg von München nach Berlin. Ja, so einfach kann es nämlich auch gehen. Die Gerade ist meistens immer die kürzeste Strecke. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben in Erlangen beim OMV-Lader und da war ja die Entscheidung, fahren wir direkt durch oder nicht. Wir haben die Burg ausgelassen. Wir sind dann halt vom OMV-Ladeplatz in Erlangen sind wir weitergefahren, 1 Stunde und 3 Minuten. Das waren 103 Kilometer bis zu einer Survey-Raststätte Köschinger Forst. Wir haben das Ziel erreicht um 18.32 Uhr und das muss man sich mal überlegen. Wir hatten noch 28 Minuten Puffer gehabt. Diese 28 Minuten hätten wir niemals über diese Burg geschafft. Da hätten wir mehr gebraucht. Ich schätze mal, wir hätten für diese Strecke von 80 Kilometer Umweg mit dem Lauf rauf, hätten wir mindestens 1,5 Stunden länger gebraucht. Und das ist es einfach nicht wert, wenn man sich die Punkte gegenrechnet. Ich denke mal, punktemäßig haben wir uns so richtig entschieden. Und von daher, wir haben das Ziel erreicht. Wir sind in den Ivys U5, sind wir genau in der Mitte gewesen, sage ich mal. Also von daher passt das schon. Für uns war es ein wirklich tolles Erlebnis gewesen. Gerade wenn man sich auch mal die tolle Landschaft anguckt, wir hatten strahlend blauen Himmel mit teilweise 28,8 Grad Außentemperatur. Also wir haben dann auch schon die Klimaanlage eingeschaltet, weil es einfach viel zu heiß war. Und das Ganze hat sich einfach gelohnt, nur mal diesen Trip mitgemacht zu haben, einmal dabei gewesen zusammen beim eCannonball. Wie muss das? Sind schon alle bei da. Ionity hat das immer funktioniert. Dann hatten wir noch einen Fastnet, der ging gar nicht. Und ach, das ist ja, Bernd ist das, ne? Ja. Bernd Behnke da vorne. Ja. So, damit ich jetzt auch mal was sehe, mache ich das mal so. Kai Ravi Stratmann, ich kenne ihn persönlich, ihr seid wirklich alte Hasen der Elektromobilität. Wie lief's?
Ja, Mühlhausen hat uns echt das Genick gebrochen. Echt? Ja, na, wir sind zwar Landstraße runter, aber aufgrund Empfehlungen anderer, aber wir haben es nicht mehr geschafft zur Burg. Das heißt, ihr seid nicht so. Dann wären wir hier nach 8 Uhr angekommen. Naja, gut, ich meine aber. Aber wenn man es gegenrechnet, es werden ja auch die Kilometer gezählt. Es werden ja auch die Kilometer gezählt. Ne? Je Kilometer, die man mehr fährt, genau, ist ja ein Punkt. Ne? Also jeder Kilometer ein Punkt. Wenn ich jetzt den Weg zur Burg rechne hierher, das wären ungefähr 150 Kilometer oder 160 Kilometer Umweg. Also nicht Umweg, aber halt mehr Weg. Ne? Und von daher, denke ich mal, haben wir so gut wie alles gespart. Ne? Ja, das also war das ja ist so Strategie. Plus minus null. Ne? Also Strategie, denke ich mal, aufgegangen. Aber es ist echt eine Scheißfahrer. Wir wissen auch gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Mensch, das tut mir ein bisschen leid, aber hey, ja. Guck mal, ihr werdet hier bestimmt gleich mal mit einem ganz besonderen Applaus nochmal versehen. Applaudiere mal, die sitzen ein bisschen, naja, es ist nicht alles perfekt gelaufen, passiert auch mal. Ja, aber wir sind wenigstens angekommen, ne? Wir sind angekommen, ich denke mal, das zählt ja, ne? Genau. Also, dabei sein ist alles. Und vor allem ohne Schiebung. Ja, genau. Und ihr habt alle Regeln eingehalten, ist gut. Und ihr habt einen Grinsen auf den Lippen. Na klar, ja, so muss das sein, ja. So, dann schnappt euch mal was zu essen und zu trinken und kommt nee, wir, gut an. Wir brauchen Klo. Die dann. Nummer 34 im Highways Ofen. So, da haben wir noch zwei weitere Patienten. Da hinten hey. Wären wir eingewiesen. Hoffe ich zumindest. Ja. Wo werden wir denn eingewiesen hier? Ja, hier, musst du links gucken. Er hat da irgendwie... Dadurch? Wo werden wir eingewiesen? 34. Ach, die Nummern sind da drauf. Okay. Wo sind die 94, Nummern? Nee, weiter durch, nach 24, hinten. 24, also weiter hinten. Ja. 4, 16, 27, 28. Da, neben dem anderen da hinten. 34, 33, 34. Oder rückwärts rein, hier zwischen. Platz da, wir kommen. Oh, lass den Bulli sonst ja. Erstmal. Pass auf den VW auf. Yep. Okay. Oh, ich finde den ja geil, ne? Ah, der pustet ganz schön, der Bulli. Ja. Ja, muss glaube ich noch mal ein Stück vorne. Ja, besser. Jo, wir sind jetzt am Ende, am Ziel angekommen. Und ja, werden jetzt erstmal den Abend hier irgendwie noch so ein bisschen beenden, wa? Und fangen unsere Unterkunft dann noch beziehen. Und so, einfach hier mal den Abend so ein bisschen genießen. Es sind eine Menge Leute hier. Also, so viel waren in Berlin irgendwo nicht, ne? Gefühlt. Nein, nicht, klar. Also, es war zu früh. Ja, entweder war es zu früh, aber hier sind halt echt viele Leute unterwegs. Hätte ich nicht gedacht. Und alle Autos sind da bis jetzt. Naja, gut, wir warten jetzt noch auf den Roadster, ne? Ja. Ein bisschen blöd gelaufen, wir konnten beim ersten Mal nicht laden. Wir haben es dann noch an zwei weiteren Säulen probiert und es hat einfach nicht geklappt. Ihr habt doch so einen Testwagen. Genau, es ist ein Testwagen gewesen. Wie lange seid ihr schon hier? Dass wir bis hier unten runterkommen und das Ganze halt an verschiedenen Stellen dann auch probieren. Nee, da seid ihr geflogen. Film, wie Sie ankommen, weil Sie sind der ist einfach wirklich ein legendäres Team, das Sie kennen wollen. Man muss auch dazu sagen, Georg und Eva, genau, vom Blockhaus, machen wirklich einen wahnsinnig guten Job, machen auch viel hinter den Kulissen, haben ganz viel für den E-Cannonball schon getan. Deswegen, es ist immer noch diesen Job. So, jetzt mal kurz Musik aus. Eva! Ja, hi! Ihr seid die Stimmung des Konsums. Ja, in allen Stimmungslagen, muss man sagen. Also, kommt ihr jetzt im Fernsehen? Hallo YouTube, hallo Mensch! Besser, ja, aber die hat sich nicht versucht anzurufen, die Dame. Hey! Oh! Wolf! Oh! Geht's nochmal ran.
beiden sehen natürlich jetzt kein Bild von mir, aber ich höre was. Ich höre was. Wen hörst du denn jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich? Ja. Wunderbar, ich sehe dich aber nicht. Man sieht euch, also wenn ich natürlich einblende. So, jetzt, Sven, jetzt bist du groß auf jeden Fall bei mir im Stream zu sehen. Und okay, also ich sehe nichts, ja, ich kann nichts sehen. Also ich habe einen schwarzen Bildschirm. Aber, ja, kann man halt gerade nicht ändern. Weiß nicht, was du siehst. Siehst du hier alles irgendwie so Hintergrund und so, ja? Also, da vorm Hotel sind wir jetzt. Na, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wann sind wir hier angekommen, von einer Stunde oder sowas, irgendwie so in dem Dreh. Und ja, wir mussten halt die letzte Aufgabe, mussten wir halt fallen lassen, weil sonst wären wir wahrscheinlich irgendwie morgen früh hier angekommen. Das ist halt, das mit der Burg hat nicht hingehauen, das waren ja auch irgendwie, glaube ich, nochmal irgendwie 150 bis 200 Kilometer mehr Strecke. Und da haben wir dann gesagt, das schaffen wir nicht. Also wir wären auch nach Schluss von dieser Burg da angekommen. Und das hat es nicht gebracht. Also okay. Leider nicht. Ja. Ja gut, klar, man muss dann irgendwo auch einen Kompromiss finden oder halt eine Entscheidung treffen. Okay. Und dann halt vielleicht ankommen ist besser, weil sonst wäre es ja doch recht spät gewesen. Ja, genau. Also das war dann halt auch... von der Strecke her, also wie gesagt, wir wären gar nicht pünktlich angekommen, wir hätten die Aufgabe gar nicht erfüllen können und das andere wäre dann halt gewesen, dass wir hier auch nicht pünktlich angekommen wären. Und dazu gibt es ja dann auch noch das Ding, dass ja jeder gefahrene Kilometer zählt ja einen Punkt und was ich schon gerade gesagt habe, die Strecke wäre halt eine ganze Ecke noch gewesen, wenn du das gegenrechnest, haben wir wahrscheinlich plus minus null gemacht, auch wenn wir da nicht hingefahren sind. Also so grob gerechnet, oder? Kommt hin. Okay. Ja. Und also ihr hattet jetzt auch keine Probleme mehr dann auch von der Fahrt dann oder gab es noch was Besonderes irgendwie? Naja, wir haben es versucht mit der Route Planner halt irgendwie uns da durchzuschlagen und alle Geräte sind dran verreckt sozusagen. Mhm. Wir mussten dann auch wieder neu starten und dann hat er die Ziele, die wir vorher noch drin hatten, die wollte er dann gleich nochmal anfahren. Das heißt, er wollte mal im Kreis rumfahren. Okay. Und also entweder stelle ich mich zu doof an mit dem Programm, habe das auch zum ersten Mal richtig benutzt oder es hat halt eine Macke mit unserer Hardware gehabt. Aber ansonsten haben wir es geschafft und ja, ich weiß nicht, wir haben es halt, wie gesagt, irgendwie ist die Zeit ziemlich schnell rumgegangen und wir haben nicht rausgefunden, woran es eigentlich gelegen hat und letzten Endes hätten wir vielleicht eine andere Taktik einschlagen müssen. Also keine Ahnung, aber hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ja, klar, nee, aber das ist ja, das macht ja auch die Spannung ein bisschen bei so einer Rallye, wie der Erik ja schon sagte, das ist ja eine Rallye, kein Rennen. Das ist ja ein bisschen auch Taktik-Thema vor allen Dingen und das ist ja was anderes, wie jetzt nur volle Kanne irgendwo Strom zu geben und jetzt dann irgendwo zu heizen mit dem Auto. Ja. Das genau. Aber wie gesagt, also, wenn alles geklappt hat, wunderbar. Ja, wobei Ravi hat zum Schluss schon ganz schön Gas gegeben. Also er hat dann auch die Schnauze voll gehabt, wollte endlich hier ankommen. Und also er kann gut fahren. Also der Ivis ist nicht langsam. Ne? Also man kann schon mal auf die linke Spur ausweichen, aber auf Dauer ist das wahrscheinlich nichts. Ne? Was natürlich für die Zuschauer auch wichtig ist, der U5 von A-Ways hat ja kein eingebautes Navigationssystem, sondern man muss dann tatsächlich dann auch über A Better Route Planner als Beispiel, das kriegt man ja auch von denen empfohlen, tatsächlich dann auch alles über Smartphone einspielen und dann ja einfach spiegeln dann am Gerät. Ne? Ja, genau. Aber die App funktioniert ganz gut, glaube ich, ne? Ja, also wie gesagt, wir hatten halt Probleme gehabt, dass es nicht so funktioniert hat. Also war ein bisschen doof, aber wir haben uns jetzt halt darauf verlassen, dass wir damit halt navigieren, weil wir da halt die Ladepunkte eingeben können, beziehungsweise vorgeschlagen kriegen und dementsprechend halt auch ja mit den ganzen Restkapazitäten und mit der Ladedauer das alles halt so ein bisschen hätten managen können und ja, hat nicht so ganz funktioniert. Also vielleicht habe ich mich auch ein bisschen blöd angestellt, weil ich die halt zum ersten Mal benutzt habe und noch nicht ausprobiert hatte vorher.
gut. Aber man kann ja schon eine ganze Menge einstellen, ne? Sodass man eigentlich auch wirklich nur die Zeit lädt, die er halt anzeigt. Und das hat er aber irgendwo nicht beigehalten. Also der ist dann immer wieder zurückgesprungen und hat die ursprüngliche Einstellung genommen und damit war das eigentlich für uns nicht richtig brauchbar. Also wir haben damit eigentlich nur navigiert und das hat dann auch irgendwann abgekackt und naja, dann musst du wieder neu starten, alles wieder neu eingeben und naja. Gut, ja, das ist schon ein Nachteil. Ich denke, was auch auf jeden Fall ein bisschen problematisch ist im Vergleich zu so einem Onboard-Navigationssystem, dass die Daten vom Fahrzeug ja auch nicht im System dann drin sind. Also in der Navigation. So, genau. Ne, du musst jetzt tanken, hat man früher beim Auto gehabt. So ist es ja auch bei Elektrofahrzeugen. Sie kommen nicht an, sie müssen noch irgendwo laden und dann kriegt man dann die Station dann vorgeschlagen. Ja, genau. Aber man kann es halt manuell eingeben und halt sagen, ich bin jetzt mit so und so viel Prozent angekommen. Und dann berücksichtigt er das ja gleich beim Laden und sagte dann halt, jetzt musst du nicht mehr 20 Minuten laden, sondern nur noch 15 oder so. Ne? Und dann hast du halt die Möglichkeit, dadurch halt auch die Ladezeit zu verkürzen oder dementsprechend einen anderen nächsten Ladepunkt zu wählen. Ne? Das macht er dann auch. Also das ist eigentlich so von der Idee her ist es ja vernünftig, aber irgendwie hat es wahrscheinlich mit der Hardware nicht hingehauen. Also ich will das jetzt nicht auf die Software alleine schieben. Ich denke mal, das muss beides zusammenpassen. Also ich bin jetzt gerade parallel zu unserem Gespräch auch mal nochmal in die Karte reingegangen, sodass die Zuschauer das auch sehen können. Ihr seid jetzt alle eigentlich bis auf die Nummer 32 und 03. Also die Nummer 3 ist Team Opel Manta. Ach, Opel Manta ist das, oder? Genau, Team Opel Manta, die haben sie tatsächlich noch hinter sich gelassen zwar, aber ich weiß nicht, was beim Oliver und beim Erik los ist. Irgendwie verlangsamt sich die Geschwindigkeit. Team Opel Manta fährt mit über 90 Stundenkilometer im Bereich Nürnberg gerade nach Süden. Ja, da sind Baustellen. Also wir haben heute so viele Baustellen kennengelernt. Ja. Also ich flog ja immer über den Berliner Ring und über die Straßen in Berlin selbst, was da alles für Baustellen sind, das ist ein Scheißdreck dagegen. Ne? Also hier ist echt die ganze Strecke, wir haben nur auch Baustellen gehabt, wo man teilweise nur 60 fahren konnte oder so. Okay. Das ist ja absolute Blödsinn. Ne? Also hat keinen Spaß gemacht in dem Moment. Also dann hoffe ich auf jeden Fall, es ist eine Baustelle, weil die Geschwindigkeit ist jetzt gerade komplett weg. Also entweder stehen sie gerade Stop and Go. Oder beim Laden. Kann das sein, dass da ein Ladepunkt ist? Eigentlich wollten sie ja mit einem Stop durchfahren, weil sie ja ihren Schiebeeinsatz hatten. Ach so. Ja. Nee, du bist jetzt nicht beim Team Manta, sondern bist beim Tesla Roadster. Ja, genau. Das ist die 3. Das kann sein. Also die waren ja vorhin auch irgendwie kurz mit dem Chat drin, aber ich konnte auch kaum was verstehen und ich wusste auch gar nicht, wo die sind. Also von daher. Also laut Karte wäre es jetzt in der Ort heißt Greding. Also in der Nähe der Abfahrt Greding. Und ich hoffe, dass alles passt. Weil eigentlich waren sie noch vorhin guter Dinge. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie den Vorsprung zu dem Opel Manta-Team noch einhalten können, weil die schließen jetzt ein bisschen auf. Ja, aber ist Manta nicht schon hier? Ich bin mir gar nicht so sicher, weiß ich gar nicht genau. Also die sind jetzt in der Nähe von Nürnberg, Team Opel Manta 03, mit ca. 80 Stundenkilometern fahren sie gerade Richtung Süden, Abfahrt Feucht und ist noch ein bisschen hin zu den anderen, aber in Produkt denk elektrisch ist in Greding und ich sehe keine Geschwindigkeit aktuell bei den Jungs. Ja, na, dann laden sie vielleicht. Ist da nicht ein Ladestopp irgendwie, Ladensäule? Das könnte, ich zoome jetzt gerade mal hier rein, ob man was sieht. Ah, okay. Und zwar müssen sie in Greding West sein an der Raststätte, denn das Fahrzeug steht an der Ladesäule Greding West, genau. Okay. Okay, also, na dann laden sie. Dann ist ja klar, dass sie fahren, ja. Genau, immerhin, dann sind sie nicht nochmal ausgefallen und laden nochmal, dass sie wahrscheinlich recht sicher ins Ziel kommen. Vielleicht haben sie das ja auch gesehen, sie haben noch genug Vorsprung. Ein paar Minuten dann zu dem rückständigen Opel Manta Team. Ich weiß ja gar nicht, was waren beim Opel Manta Team. Habt ihr da was mitbekommen, warum die so lange gebraucht haben im Hof?
Keine Ahnung, kann ich dir echt nicht sagen. Also ich bin froh, dass wir jetzt hier sind und hier fängt auch gleich die Gala an. Also von daher würde ich jetzt auch so in Kürze Schluss machen, sagen wir es mal so. Gut, und super. Man wird hier draußen auch gerade zerstochen. Ich weiß nicht, ob ich gehe mir mal ans Ohr, weil da irgendwie eine Mücke rumschwirrt oder so. Das geht dann tierisch auf den Sender. Okay, wunderbar. Insofern, bevor ich jetzt zum Gericht des Abends werde, würde ich lieber reingehen, gucken, was es am Buffet gibt. Wunderbar, genau. Nee, dann macht das so auch. Ihr habt ja euch das auch verdient. Ihr habt eine lange Reise heute hinter euch und dann gehen wir rein. Ja. Und ich warte jetzt mal, vielleicht kommt der Erik sogar nochmal in den Stream rein. Beziehungsweise kann per Skype dann uns nochmal sagen, wie es aussieht, wenn er jetzt schon eine Ladepause macht. Und Grüße an die anderen und den Kai Rani vor allem. Ne? Ja, na, der steht hier auch noch, der tippt auch noch irgendwie was rum. Und ist jetzt aber tontechnisch nicht dran, weil ich kann euch hier über Lautsprecher überhaupt nicht verstehen. Also das bringt hier gar nichts. Genau, okay, kein Problem. Also wie gesagt, auf und dann sage ich mal, gut, dass ihr angekommen seid. Und ja, ich wünsche euch noch was. Ein schönes Wochenende vor allen Dingen, falls man sich nochmal schreiben möchte. Kein Problem. Und ansonsten bis dann. Okay. Wir melden uns morgen nochmal, wenn wir wieder zurückfahren. Genau, könnt ihr ja nochmal schreiben. Genau. Super. Also bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Ebenfalls. Ciao. Jetzt geht es weiter wieder nach Hause. Und seid dabei, bleibt dran und wie gesagt, ihr dürft immer ein Däumchen drauf da lassen und diesen Kanal abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Also weiter geht's mit der Rückfahrt nach Berlin. Mal drauf gedrückt habe. Ja. Beim Bergauf fahren. Deswegen. Aber nach dem Starten. Jetzt nochmal ein kleines Video von mir oder einen kleinen Abschluss, irgendwie sowas in der Art. Vielleicht zeige ich zwischendurch nochmal was. Wir sind jetzt gerade, ich drehe mich mal irgendwie zur Sonne. Die Sonne knallt hier ganz schön runter, ohne Mütze hätte man das hier kaum aus. Aber wir sind jetzt hier in Berg bei Hof und müssen nochmal nachladen, logischerweise. Also das ist jetzt unser zweiter Ladestopp, seitdem wir in Münchner losgefahren sind. Das Problem war jetzt nur, dass der Ladestopp, wo wir eigentlich hinfahren wollten, da ist der ganze Autohof gesperrt, da kommt man gar nicht hin, wegen Baustelle. Die sind ja auf der A9 sowas vom Bauen, das glaubt man gar nicht, das ist echt ein Wahnsinn. Aber wir stehen hier auch nicht alleine, also hier steht noch ein ID4, weiß nicht, kann man den so ein bisschen da hinten sehen, ja doch, da kommt er durch. Ist total interessant hier immer wieder mal zu sehen, was für Leute hier laden und für Autos hier stehen.
Ja, wir kommen eigentlich so ganz gut durch. Wenn die Baustellen nicht wären, wäre es ein bisschen schneller. Fahrzeit hat er vorhin angegeben, dass wir ungefähr 7 Stunden Gesamtfahrzeit bräuchten. Dann wären wir ungefähr um 17 Uhr in Berlin. Das wird aber irgendwie nichts, weil, ja, wie gesagt, Baustellen, teilweise kann man nur 60 fahren und das nervt irgendwie völlig ab. Und von daher müssen wir doch öfters noch einen Stopp einlegen. Und dementsprechend dauert es ein bisschen länger, was eigentlich schade ist. Aber wobei, es macht auch Spaß zu fahren. Es ist total ruhig und wir kommen relativ gut durch, wenn man halt mal davon absieht, dass die ganzen Baustellen andauernd da sind. Ja, wie gesagt, wir laden jetzt hier noch und Ladeleistungen sind eigentlich super. Also wenn er richtig Spitzenwerte hatte, lädt er ungefähr so mit 78 kW hatten wir schon drauf gehabt, was eigentlich schon eine super Leistung ist. Und hier kann ich gleich nochmal gucken. Hier haben wir jetzt eine gelieferte Menge von 22 Kilowattstunden in 15 Minuten. So, wer jetzt rechnen kann, der kann es ausrechnen, wie viel das denn in einer Stunde ausmacht. Ja, man könnte jetzt einfach mal 4 nehmen, wenn wir bei 88 kW, haut nicht ganz hin. Ja, doch, die Stunde. Wir sind jetzt nicht ganz so lange da. Würde er jetzt hier mit schätzungsweise mal rund 80 kW wahrscheinlich laden. Gut, schauen wir mal weiter und wir haben ja noch eine ganze Strecke vor uns, also 4 Stunden Fahrzeit sind es irgendwie noch und eine Dreiviertelstunde Ladezeit, wobei wir uns jetzt echt so knapp wie möglich halten wollen mit dem Laden, aber wir waren jetzt schon ganz schön runter, werden jetzt wieder auf 80% laden und dann weiterfahren. Ja, so viel erstmal hier aus dem Berg bei Hof und ich denke mal, wir werden uns bei den nächsten 2 Stops auch nochmal melden. Bis dann! Von vorne. Wetter ist echt super. Wir haben einen richtig schönen blauen Himmel. Ihr seht es ja hinter mir, keine Wolken. Die Sonne ballert, als hätten wir Sommer. Das hat eigentlich so mit Herbst oder sowas gar nichts zu tun. Das ist richtig klasse. Und ja, jetzt haben wir noch einen Ladestopp vor uns. Ich weiß gar nicht, in welcher Entfernung. Ist nicht mehr so weit. Es sind jetzt noch irgendwas über 100 Kilometer. Ich glaube, 130 Kilometer müssen wir noch fahren. Und dann hätten wir halt schon unser Ziel erreicht. Sprich, wir sind dann wieder zu Hause. Das ist ja das Geile, dass man das so richtig schön genießen kann. Einfach mal hier eine Pause machen. Wenn ich so überlege, man fährt hier mit einem Verbrenner durch und muss diese ganzen, weiß ich, 600, 700 Kilometer fahren. Und ja, muss da zwischendurch auch mal tanken vielleicht. Und macht dann eine Pause und wir verbinden halt die Pause gleich mit dem Laden. Das ist einfach genial. So. Ja, ich würde sagen, ich melde mich nachher nochmal, wenn wir wieder beim Laden sind. Momentan geht das hier eigentlich alles recht zügig. Und ich werde mal gucken, mit was wir laden. Vielleicht zeigt er das ja innen drin an. Irgendwie kribbelt mir jetzt gerade die Nase. Hier fliegt irgendwas rum. Also bis später. Ui, naja gut. Ich habe gerade noch ein total interessantes Gespräch gehabt mit jemandem, der mit einem Plug-in-Hybrid hier mit mir angehalten hatte und laden wollte. Und dann hat er mich angeguckt und hat geguckt, was denn die anderen Ladesäulen haben. Und dann meinte ich, nicht, hier ist nur CCS und CHAdeMO. Dann kann er wohl nicht laden. Und dann meinte ich halt, naja, sie haben ja noch einen Verbrennermotor drin, sie kommen ja wenigstens noch weiter. Ne? Naja, aber wenn er schon mal Strom mitnehmen kann, dann würde sich das ja lohnen. Und ja, dann habe ich so gefragt, wie weit er denn damit kommt. Er meinte halt in der Stadt oder in der Ortschaft halt so 50 Kilometer und dann meinte ich, na, und jetzt hier auf der Autobahn, meinte er, na, bis 130 fährt er wo rein elektrisch und kann 45 Kilometer damit fahren. Also lass es mal 40 Kilometer sein. Ich meine, das ist auch schon mal eine Ecke, aber ich meinte denn nur scherzhaft, so oft kann man gar nicht pinkeln gehen, wie man denn nachladen müsste. Ne? Ja, fand er auch ganz humorvoll, meinte aber dann halt, ja, er würde den Strom halt mitnehmen, wenn er halt hier schon am Pause machen ist und würde den Akku wieder aufladen.
Und das hat er jetzt leider nicht machen können. Okay. Lässt sich nicht ändern, aber so ist das halt, ne? Werden wir mal schauen. Jetzt ist Ravi hier noch am Pause machen. Hat sich noch was zu essen geholt oder will sie was zu essen holen? Und ich denke mal, dann geht es auch gleich weiter. Und ja, er zeigt hier leider nicht großartig an, was er macht, außer dass er lädt. Aber wir haben jetzt schon 58% wieder drin. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 22%. Dann hätten wir die 80% wieder voll und können dann erstmal weiterfahren. So, jetzt die Kalkulation erstmal. Also bis später zum nächsten Ladestopp. So, ja, hier nochmal beim letzten Ladestopp, den wir machen im Bitterfeld, wenn ich mich nicht ganz irre. Der Ladestopp, den wir vorher hatten, da war leider die Säule kaputt. Insofern stehen wir jetzt hier ein bisschen rum. Haben jetzt sogar noch ein anderes Team getroffen mit dem Honda e. Ist das geile Farbe, wenn man den Original sieht, sieht richtig cool aus. Ja, jetzt unterhalten wir uns noch ein bisschen. Wir laden das Auto nochmal voll bis 80% und dann fahren wir nach Hause. Dann hat Ravi auch genug drin mit dem Akku, dass er morgen dann damit irgendwie rumfahren kann. Und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein vom e-Cannonball. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, abonnieren kostet nichts, ist auch nicht für umsonst, aber irgendwie, wer sagt das immer? Ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und ja, einen Daumen rauf da lassen dürft ihr auch gerne. Und wer weiß, vielleicht fährt man wieder so eine Tour mit. Und auf alle Fälle sehen wir uns wieder. Also bis dann, tschüssi.